knapp gewonnen. Spiel aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke, dass wir heute sehr starke Karlsruher Mannschaft als Gegner hatten. Ich bin ganz ehrlich, erste Halbzeit hat mir gar nicht gefallen von uns. Wir sind glücklich 1-0 in Führung gegangen. KSC war besser, war viel besser im Spiel. Wir waren zwar immer wieder auch sporadisch torgefährlich, aber es war einfach nicht gut. Es war kein gutes Spiel von uns. Das wollten wir in zweiter Halbzeit besser machen. Und ich glaube, aufgrund von der zweiten Halbzeit ist der Sieg nicht unverdient. Aber ich denke, heute hätten wir können auch unentschieden spielen. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Ich glaube, wir waren heute einfach die glücklichere Mannschaft. Vielleicht auch, weil wir besser in die Runde reingestattet sind. Es gibt ja so diese Gesetze des Fußballs, ja, wenn du oben stehst, wenn du unten stehst. Alles in allem, glaube ich, wäre unentschieden auch in Ordnung gewesen. Wir sind die glücklicheren Sieger heute. Der KSC hat, also die A-Junioren haben bis jetzt 3 Punkte aus 5 Spielen. Daheim keinen einzigen Punkt, ein bisschen unterbewertet aus Ihrer Sicht? Absolut, ich habe die Spiele auch gesehen. Gut, man darf nicht vergessen, sie haben gegen Hoffenheim gespielt, haben VfB Stuttgart gehabt, haben Mainz 05 gehabt. Das sind alles Mannschaften, die sich in der oberen Region ansiedeln wollen. Ja, das gibt ganz enge Spiele, da kannst du nicht davon ausgehen, dass du die irgendwie leichtfertig so aus dem Stadion schießt. Ich glaube, die Mannschaft hat viel Potenzial und ich glaube, Lukas wird es schon machen, dass sie die nötigen Punkte auch kriegen. Das ist für jede Mannschaft immer wieder eine neue Bestätigung, Woche für Woche. Sie haben ja früher für den KSC gespielt in der Bundesliga. Sieht man die Mannschaft da ein bisschen mit anderen Augen? Meinen Sie jetzt die U19 oder die erste Mannschaft? Sowohl, also in erster Linie jetzt mal die U19. Ich bin natürlich, ja, Karlsruhe, das war ein Großteil meines Lebens, ja, dass ich da natürlich immer gern hingucke und anders hingucke. Ja, ich kenne Ede Becker gut und ich kenne Burkhard Reich gut. Ich habe ja auch noch viele, viele Freunde hier. Natürlich guckt man da anders hin, aber heute war es das Spiel FCK gegen KSC, U19 gegen U19. Da war jetzt für mich jetzt nicht diese Brisanz jetzt mehr drin, ja, wie früher, wo ich von Kaiserslautern nach Karlsruhe gekommen bin. Das war immer was Besonderes, wenn ich mit dem KSC irgendwo hingefahren bin und konnte Bundesliga spielen. Ein bisschen abseits von diesem Spiel hier, wie bewerten Sie die Entwicklung der Herrenmannschaft? Ach, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Ich glaube, dass der KSC einen guten Job macht. Ich glaube, dass es geht ja auch immer wieder um viele finanzielle Möglichkeiten. Was hast du für Möglichkeiten? Ich glaube, dass der KSC da im Rahmen ihrer Möglichkeiten das gut machen. Ich hoffe, dass sie auch erfolgreich sein können. Ja. Ebenso wie ich es natürlich auch für den FCK hoffe. Ja. Das sind beides Vereine, Traditionsvereine, die ich gern ganz vorne sehen würde. Am besten auch in der ersten Liga wieder sehen würde. Aber es ist nun mal heute, die Zeit hat sich auch verändert. Es gibt Clubs, die gab es früher nicht, die gibt es heute. Die machen auch einen guten Job. Man muss das einfach auch sportlich sehen. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften so gut aufgestellt sind, dass sie irgendwann auch wieder kommen können.